Okay, wir sind wieder zurück. Wir sind jetzt zwar wieder im Kampf drin, aber ich werde es jetzt gerade, wie gesagt, der hat im letzten Mal leider nicht so ganz geklappt. Deswegen betätigen wir uns einfach mal der Konsole und überspringen den ganzen Kampf. So. Das wäre das. Beute haben wir soweit da. Das ist eigentlich ganz angenehm. Nehmen wir alles mal mit. Sieht auch gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Jupp, mach's gut, Suki. Moment, ich muss mir gerade den Chat nochmal rauslegen. So, jetzt aber. Meine Güte. Ja, heute echt so ein paar Anlaufschwierigkeiten. Jetzt sollte aber soweit alles passen. Ja. Okay, wie gesagt, nehmen wir alles mal mit. Und dann schauen wir mal, was es jetzt gibt. An den Haaren zerrten die Söldner die junge Kommandantin von Akiza in ihr Lager und sperrten sie in einen Käfig. Derweil war im Lager eine Lieferung aus dem Horasreich eingetroffen. Wir begrüßen euren gerechten Befreiungskampf und senden euch unsere besten Langbögen, hieß es in der kaiserlichen Nachricht. Ja, so eine Konsole ist manchmal schon ganz praktisch. Ja, wir schauen mal kurz ins Lager rein. Übungskampf gerade nicht. Erstmal ausrüsten. Knochenschild, bringt der denn irgendwas? Dududu. Wirkungsdauer von Verzauberung bis Stufe 2. Wenn ich den jetzt bei Naurim reinpacken würde. Würde das die Offensive. Ich glaube, ich verkaufe den. Naurim ist ja der Einzige mit Schild. Wird halt ein bisschen die Resistenzen erhöhen, aber. Ich weiß nicht, ob sich das wirklich so lohnen würde. Hellebarde wäre zwei Antibwaffen, ist glaube ich auch nix. Hätten noch zwei schäbige Gürtel. Es ist ja glaube ich jetzt jeder mit einem Gürtel ausgerüstet, jawohl. Na gut, wir hätten noch einen normalen Heiltrank. Hat denn noch irgendeiner einen schwachen? Genau. Dir packe ich aber lieber mal einen Mana-Trank hier rein. Der ist bei dir besser aufgehoben. Wie viel Pfeil hast du noch? 17. Okay, das ist mehr oder weniger machbar. Können wir aber auch nochmal nachkaufen. Gut, sie haben jetzt soweit XP bekommen. Wir verkaufen dann mal noch das Ich hoffe, ihr seid Zeug. zufrieden. Und schauen, ob du noch was Neues hast, meine Liebe. Sieht mal nicht so aus. So, erstmal weg damit. Weg damit. Wir haben noch ein paar Fallen, die ich aber eh nicht benutze, großartig. Und das sind die Sachen, die wir halt. Holen wir noch ein paar Jagdpfeile. Komm, die kosten jetzt nicht so viel. So, holen wir nochmal 30 Stück. Das sollte ja passen. Und dann darf die Kassi noch mal ausrüsten. So, bitteschön. Ich bin mal gespannt, wenn wir die anderen oder wann wir die anderen Rüstungen kriegen. Gut, es gibt wieder eine Runde zu reden.
Was, wenn diese Zeichen gar nicht Kurszeichen sind? Was, wenn ein Dämon sie uns sendet? Zweifelt nicht, Sahiba. Zweifel reißen uns in die Tiefe. Ich könnte sie alle vergiften. Was macht es? Lehm bleibt Lehm. Staub bleibt Staub. Nein, nein, nein. Braucht einen Grund. Braucht doch irgendeinen Grund. Herrin? Was denkst du über Faramut? Könnte ich Gedanken lesen? Seine würde ich überblättern. Du hast Eigelb im Bart. Wenigstens brauche ich keine Maske. Eine Sache geht mir nicht aus dem Kopf. Ausgerechnet an dem Tag, an dem Niobe mein Tal stürmt, kommt ihr drei aus dem Himmel geregnet. Da fragt sich ein Zwerg, wer Niobes Männern die Tür geöffnet hat. Die mit dem Goldknauf? Ja, die Tür mit dem verfluchten Goldknauf. Warum fragst du Niobe nicht selbst? Hab ich schon. Die Hexe behauptet, Zobaran hätte ihr mein Versteck verraten. Was sehr offensichtlich nur dazu dient, einen Keil zwischen uns zu treiben. Offensichtlich. Zobaran ist Familie. Soll die Schlange ihr Gift verspritzen? Niemand wird einen Keil zwischen uns treiben. Also weißt du nicht, wer mich verraten hat? Niobe hat sicher Spitze. Einer deiner Fuhrleute vielleicht. Na, das könnte ja vielleicht ein bisschen was gebracht haben. Also wie gesagt, ich will sie zwar böse spielen, aber wir sollten unsere Leute dann doch beisammen behalten. Dann haben wir hier mittlerweile noch relativ ausgeprägte Gesellschaft. Unter Karte. Nicht jetzt, ich schlafe. Ah, gut, dann halt nicht. Mit Niobe können wir nochmal, vielleicht reden wir noch mit Niobe. Hat sie was Neues mittlerweile? Nein. Dann fragen wir doch mal Frau Nasrin. Wer seid ihr? Was seid ihr? Oh, du kennst mich, braves Zimmermädchen. Weiter Weg bis zur Kommandantin von Akisa. Kyria? Kyria Cassia? Seid das wirklich ihr? Den Göttern sei Dank. Wir dachten, ihr seid tot. Ihr wart ein Vorbild. Für uns alle. Ich habe euch geliebt. Wie entsetzlich. Euer wunderschönes Gesicht. Halt die Klappe. Rasanter Fall nach oben, Nasrin. Du widerstehst der Schwerkraft. Ja, es ist wie ein Traum. Oh, ihr denkt, so war es ganz und gar nicht. Mag sein, dass Kyrios Marwan Gefallen an mir gefunden hat, aber ich habe niemals, niemals... Kluges Mädchen. Du hattest schon immer Talent für das Haifischbecken. Lasst mich gehen, oder dreht mir endlich den Hals um! Du willst mir doch helfen, nicht wahr? Weil du mich liebst. Ich werde tun, was ich kann, aber wenn ihr wollt, dass ich den ersten Kyrios verrate... Das würde ich dir niemals antun, Nasrin. Ich gehöre nicht zu den seltenen Zwergen, die junge Damen schlagen. Andererseits, ich gehöre zu den seltenen Zwergen, die bereit sind, Ausnahmen zu machen. Oh, das wäre grausam. Ich glaube, ich muss weinen. Erinnert ihr euch, Herren? Wenn ich schluchze, bringe ich kein Wort hervor. Zimmermädchen aus Mengbilla, Naurim. Prügel haben sie großgezogen. Zum Namenlosen mit ihr. Ihr hübscher Mund speit doch nur Lügen aus. Lasst mich gehen, oder dreht mir endlich den Hals um! Gebt ihr unseren teuersten Wein. Danach lasst sie ihre Zunge schlucken. Ihr seid hässlich, Cassia von Tenus. Und wisst ihr, ihr wart damals schon hässlich. Wir alle haben euch gehasst. Sei froh, dass ich dich nicht in ein Labyrinth sperre. Na gut, da haben wir aus ihr leider nichts rausbekommen. Das mit dem Verhören habe ich auch noch nicht so ganz raus, wo wir dann halt, wie gesagt, wir haben halt nur eine Chance, müssen dann die richtige Taktik wählen und ich weiß halt nicht genau, woran wir die Taktik dann festmachen sollen. Aber gut, wieder einer weniger.
Hier wollte ich oder kann ich mit irgendjemandem schon aufsteigen? Mit dir wollte ich ja noch. Worauf nochmal? Hier glaube ich irgendwo was. Den Meisterschützen, glaube ich. Machen. Naurim, können wir mit dir irgendwas Sinnvolles machen? Rüstungsgewöhnungs 3 und Schildkampf 2. Haben wir noch irgendwelche Spezialmanöver, die du machen kannst? Ah ja, genau, den Befreiungsschlag. Gut, Zauber fallen da ja mal weg. Im Gegensatz zu dir. Aber ehrlich gesagt... Ich glaube, ich mache den Flammenstrahl als nächstes. Eine Runde Zungen für jeden, ja. Da kann ich mir vorstellen, dass du damit was anfangen kannst. Ah, jetzt können wir auch schon Todesstoß machen. Ja, das fällt ja raus. Zack. Dann können wir hier dann Sonderfertigkeiten noch weiter. Obwohl, ich muss mal gucken, was ich da noch ausweichen, vielleicht mal noch machen. Gut, wir haben noch was, wir haben aber auch noch ein bisschen was vor uns. Mit den anderen spare ich halt noch. Tja, dann holen wir uns mal hier den nächsten Punkt. Flutsch. Tief unter Tage in einem Labyrinth aus Stein und Sand lagen Adamants Schöpferhallen. Um den Zugang zu finden, teilte Cassia ihren Stoßtrupp auf. Aber je näher sie Adamants Refugium kamen, desto feindseliger wurde unter ihren Füßen der Sand. Nehmen wir mal wieder die Bogenschützen mit. Mal gucken, wie die sich so machen. Eigentlich sind sie auch schon auf Level 2 aufgestiegen. Das ist schön. Die scheinen dann doch mehr oder weniger parallel aufzusteigen. Egal, wen wir mitnehmen. Habe ich so den Eindruck. Weil wir hatten beim letzten Mal die ja nicht mit dabei. Das klingt wieder nach Viechern. Was haben wir hier eigentlich alles? Ja gut, da wir hier so ein... wir müssen da starten, oder wie? Ah ne, wir können da und da starten. Okay, das sieht relativ böse aus da oben. Vielleicht nehme ich dann unsere Leute da hoch und die Bogenschützen da runter. Vielleicht, ich weiß nicht, ob das so viel bringt, aber... Können es ja mal versuchen. Zack, zack, zack. Scheiße, 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 scheiße. Ihr seid hoffentlich Freunde. Das wäre dann das erste Mal, dass ihr Sinde meine Gebete erhört. Ja, kann man so sagen. Okay, ein paar Asseln. So, dann kommen wahrscheinlich wieder 20.000 Insektoide rüber. So, Zurbaran darf mal angreifen. Was ist das denn wieder, so ein Insektoid? Ich würde ganz gern die mal weghauen. Und sie gehört wohl zu uns. Oder? Scheinbar. Gruftasseln. Schauen wir, ob wir die am Leben halten können. Epp, 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 epp. So, können wir da draufhauen? Wäre
Atmosphäre hier ganz schön. Man dankt. Ich glaube, das wird jetzt gar nicht mal so einfach werden. 20%, 40%, 85%. Ich glaube, die werden es da unten nicht lange machen. Das war jetzt keine so sinnvolle Aufstellung, habe ich den Eindruck. Naja. Versuchen wir es mal mit dem gezielten bei beiden, dass der möglichst schnell weg ist. Okay, ich glaube, die gehen echt demnächst drauf. Schade. Du kannst dann hier mal angreifen. Schade. Okay, jetzt können wir sie auch steuern. Gut. Du hast nur noch 12. Was? Du kannst bestimmt irgendwie Kräuter gedünst oder so. Ah ja, guck mal, Feuerball, Flammenstrahl. Und hat auch relativ viel Lebensenergie, Astral. Ja gut, dann schalten wir dich mal aus. Naurim, du gehst hier mal mit drauf. Und Cassia kann eigentlich dann hier schon mal mitballern. Ne, kann sie nicht. Das ist zu weit weg. Wie sieht es mit den Asseln aus? Gar nicht mal so gut. Ich glaube, bei 10% brauchen wir auch keinen Schuss verschwenden. Ne, gut, dann wartest du einfach mal oder beendest die Runde. Du kannst ja, glaube ich, eh nichts mehr großartig machen. Wer seid ihr denn? Hat die Vorstellung nicht Zeit? Nicht, wenn ich euch retten soll. Hm. Okay, die machen es wirklich nicht lang da unten, die Bogenschützen. Und jetzt kommt wieder eine neue Sandhexe. Ja, wie gesagt, das hasse ich halt echt bei diesen Kampfkämpfen. Das ist halt dann, keine Ahnung, in pro Runde halt nochmal 5 neue Gegner kommen oder so. Also. Jetzt sind die auch noch vergiftet. Ich muss ehrlich sagen, mir macht das deutlich weniger Spaß als der erste Teil. Einfach weil sie halt von dem originalen DSA-Feeling ein bisschen was rausgenommen haben wieder. Und ich habe zumindest den Eindruck, dass im ersten Teil es nicht so war, dass da halt in jeder Runde nochmal neue Kämpfer dazu kamen. Sondern dass man halt gegen das kämpfen muss, was am Anfang da war. Was mir natürlich halt auch deutlich lieber ist. So, dann hauen wir da nochmal den nächsten drauf. Reicht leider nicht. Okay, ich glaube auch nicht, wenn wir vorgehen. Na gut, dann hauen wir den vielleicht erstmal um. Oder reicht das jetzt? Immer noch nicht. Naja gut, dann eben da drauf. Ich glaube, da hätten wir gar keinen so hohen, oder? Ich weiß es nicht. Bogenschützen. Ihr könnt sogar da oben rüber angreifen. Der ist vergiftet. Und der wird wahrscheinlich... Na, ich guck mal. Nee. Dann baller vielleicht hier mal noch drauf. Nee, das ist zu gering. Wird das was? Hm, mal hin. Ist die tot? Das ging schnell. Ich glaube, ich starte den Kampf aber tatsächlich nochmal neu, dass da wird nichts. Und wie gesagt, ich bin absolut kein Fan davon, wenn pro Runde neue Gegner zukommen. Tief unter Tage, kann man sich absolut nicht drauf einstellen. Stein und Sand lagen Adamants Schöpferheim.
Vielleicht nehme ich dann auch lieber hier die Speerkämpfer. Ich glaube, das macht ein wenig mehr Sinn. Dann setze ich unten einfach Speerkämpfer hin. Also halt, oder unten die Nahkämpfer und oben dann... Ne, das wird zu wenig. Die brauchen ein bisschen Schutz. Zack. So, du kommst dann noch da unten. Kassia kommt noch hoch. Und die anderen beiden kommen auch noch hier runter. So. Scheiße, 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 scheiße. Ihr seid hoffentlich Freunde. Das wäre dann das erste Mal, dass ihr Sinde meine Gebete erhört. Ja, schon, nur wie gesagt, darum geht es ja eigentlich bei diesem Taktikspiel, dass du halt eine Taktik entwirfst, wie du die Leute hier platt hauen kannst. Und wenn dann pro Runde nochmal neue Gegner zukommen, dann musst du halt doch ein bisschen, obwohl Haushalt musst du glaube ich eh generell. Wie schon gesagt, das war beim ersten Teil nicht so. Oder habe ich zumindest nicht mehr so extrem in Erinnerung. Ja, ich versuche mal den Todesstoß. Jawohl, das freut mich. So, können wir denn... Reicht das schon? Na, nicht ganz gut. Dann gehen wir es nach vorne. Diesmal auch keinen Schaden abgekriegt. Ach, und die ist auf einmal weit, zu weit weg. Das ist natürlich nicht so schön. Dann warte doch einfach mal. So, du bist dran. Ach, Feuerballette sogar auf Dings. Auf Maximum. Wir hatten von euch mehr, die haben gleich viel. Ja genau, ich möchte halt, ich mag es halt ganz gern, wenn ich weiß, worauf ich mich einlasse. Und hier ist halt die Sache, dass halt dann immer noch mal Gegner hinzukommen können. Aber ich meine, mittlerweile weiß es ja auch. Ich mag es halt trotzdem nicht. Ich glaube, bei Dead sieht das sogar ein bisschen weniger ab, oder? Ne, ich weiß es nicht. Naja, egal. So, dann können wir nämlich mit Kassi irgendwo draufballern. Hier zumindest mal. Ja, komm, mach mal hier einen gezielten. Und ihr dürft dann alle hier mal mit draufhauen. Zack. Ich glaube, die Aufstellung so ist dann doch deutlich besser. So, und dann kannst du... Reicht das jetzt? Jetzt sollte es ja eigentlich reichen, oder? Schön. Das war nicht schlecht. Das müsst ihr zugeben. Ja, das kann man so annehmen. Wer seid ihr denn? Hat die Vorstellung nicht Zeit? Nicht, wenn ich euch retten soll. Ah, jetzt spawnst du auch hier die Hexe. Gift. Okay. Dann auf ein neues. Naurim, hau den mal platsch. Sterb endlich. Nicht schön. Wie viel hatten der noch? Ja, komm, wir hauen erstmal den. So,
So, dann müssen wir die jetzt noch möglichst schnell platt machen. So, du bist jetzt platt. Bleibt noch die Dame da hinten. Okay, sie hatte aber noch... Die kann es nicht tot sein. Die hatte gerade noch zwei... Nee, Moment, die hatte 22. Ah, na gut. Ist halt dann so. Ich glaube, die soll auch nicht gerettet werden, oder? Ich glaube nicht, dass man sie großartig retten kann. Vor allem da die ja auch, also wie gesagt, da es halt so viele Variablen hier gibt. Ja gut, das war's dann halt. So, kannst du irgendwie sinnvoll angreifen? Ich glaube ja nicht. Dann, du kannst aber generell mal ein bisschen nach vorne und dann hier mal draufballern. So. Erstmal das Insektoid platt hauen. Lucretia Aschmanek vom Orden der Grauen Stäbe. Und solange ihr Sand genauso verabscheut wie ich, sind wir auf derselben Seite. Irgendwas spawnt für diese verdammten Sandhexen und ich kann absolut nichts gegen machen. Was soll denn der Mist hier?